Hallo Freunde, hier ist wieder euer Alex und in diesem Video schauen wir uns Filter und Filtergeräte der Feuerwehr an. Speziell den Kombinationsfilter ABEC 2P3, der bei der Feuerwehr in der Regel Verwendung findet. Bei Atemschutzgeräten unterteilt man Isoliergeräte, die uns von der Umgebungsatmosphäre isolieren, eigene Atemluft mitführen und dem Träger zuführen, und die Filtergeräte, welche abhängig von der Umgebungsatmosphäre sind und die vom Träger eingeatmete Luft von Gasen, Dämpfen und Partikeln in den angegebenen Grenzwerten filtern, bevor sie beim Träger in die Lungen gelangt. Filtergeräte sind Filter in Verbindung mit einem Atemanschluss. Diese lassen sich unterteilen in Atemanschlüsse in Form von Viertel-, Halb- und Vollmasken mit trennbaren Filtern, mit und ohne Gebläse. Dazu zählt zum Beispiel die Vollmaske mit Kombinationsfilter. Außerdem gibt es filtrierende Atemanschlüsse mit nicht trennbaren Filtern, mit und ohne Ausatemventil. Dazu gehören zum Beispiel medizinische Mund-Nasen-Halbmasken, welche ein Medizinprodukt sind, und FFP1, 2 und FFP3-Halbmasken, welche zur persönlichen Schutzausrüstung gehören. FFP steht übrigens für Filtering Face Piece, auf Deutsch filtrierende Gesichtsmaske. Und dann gibt es noch die Brandfluchthauben, die wir in einem anderen Video behandelt haben. Hier oben in dem Video. Es gibt Partikel- und Gasfilter und die Kombination aus beidem, die Kombinationsfilter. Bei der Feuerwehr werden Atemanschlüsse in Form einer Vollmaske der Klasse 3 mit trennbaren Kombinationsfiltern ABEC 2 P3 verwendet und partikelfiltrierende Halbmasken für zum Beispiel Glasmanagement beim Verkehrsunfall. ABEC 2 P3 Kombinationsfilter gehören dementsprechend bei vielen Feuerwehrfahrzeugen zur Normbeladung. Im Rettungsdienst werden in der Regel medizinische Mund-Nasen-Halbmasken, FFP2 und FFP3-Masken verwendet. Der medizinische Mund-Nasenschutz ist kein richtiger Atemschutz, denn er schützt hauptsächlich den Gegenüber. Aber er bietet trotzdem einen gewissen Eigenschutz des Trägers gegen Tröpfchen. In diesem Video schauen wir uns aber hauptsächlich den Kombinationsfilter für die Feuerwehr an. Deshalb geht es jetzt weiter mit Aufbau und Funktion des Kombinationsfilters. Wir haben hier einmal das Filtergehäuse aus Aluminium. Hier rundherum die Banderole mit den Kennfarben und die Kennzeichnung. Hier sieht man ABEC 2, HG, P3 und auch noch weitere Bezeichnungen, die wir uns gleich nochmal näher anschauen werden. Dann haben wir hier unten die Lufteintrittsöffnung. Da geht die Atemluft rein. Die ist auch verplombt. Hier machen wir mal ab. Hier ist die Lufteintrittsöffnung. Hier oben haben wir den Rundgewindeanschluss RD40 1/7 Zoll mit Schutzkappe und Siegel. Das wird dann an die Vollmaske geschraubt. Und jetzt schauen wir uns den Filter mal von innen an. So, wie sieht es denn im Inneren aus? Wir haben hier unten die Lufteintrittsöffnung. Hier kommt die Einatemluft rein. Und als erstes trifft diese auf eine Partikelfilterschicht aus speziellen Faserstoffen. Die Partikelfilterung entsteht überwiegend mechanisch für feste und flüssige Partikel. Die sieht so aus. Und nach der Partikelfilterschicht kommt die Gasfilterschicht. Die Gasfilterschicht ist eine Aktivkohleschicht, die imprägniert ist. Und die Filterung der Gase entsteht überwiegend durch die Anreicherung von Gasen an der großen porösen Oberfläche. Und einige Atemgifte werden auch chemisch gebunden. Durch die Filterschichten können somit bestimmte Schadstoffe aus der Einatemluft entfernt werden. Das ist natürlich abhängig von der Filterart und deren Abscheide- und Aufnahmevermögen. So sieht der Filter aus. Hier ist noch ein bisschen mehr Aktivkohle drin, wenn man das so sieht. Und hier fehlt noch ein bisschen was nach oben. Und dazwischen sind noch mal so ein paar Einlagen. Das hier ist der komplette Inhalt der Gasfilterschicht. Also man sieht, da ist schon einiges drin an Aktivkohle. Jetzt schauen wir uns die Kennzeichnung und Klassifizierung von Gas- und Partikelfiltern und weitere wichtige Informationen für den Filtereinsatz an. Allgemeine Kennzeichnung von Filtern. Wir finden auf Filtern nicht nur die farbliche Kennzeichnung, die Kennfarben und das ABEC 2 P3, sondern wir finden auch weitere Kennzeichnungen. Zum Beispiel wie hier das R für Reusable, wiederverwendbar. Oder auf manchen Filtern findet man auch NR für Not Reusable, also nicht wiederverwendbar.
Außerdem gibt es noch das D für Dolomitstaubtest bestanden. Der Dolomitstaubtest, da wird der Filter kleinsten Partikeln ausgesetzt und danach die Filterstärke überprüft. Wenn dieser Test bestanden wurde, heißt es, dass der Filter hochwertig und zuverlässig ist. Fangen wir an mit den Gasfiltern, mit der Kennzeichnung von Gasfiltern. Bei den Gasfiltern haben wir einmal den Filtertyp, die Kennfarbe und daraus können wir uns dann ableiten, für welchen Hauptanwendungsbereich dieser zulässig ist. Zum Beispiel Filtertyp A ist ein Gasfilter, Kennfarbe braun, ist Hauptanwendungsbereich organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt größer 65 Grad Celsius, zum Beispiel Benzin, Diesel, Benzol, Kerosin, Ethanol, Lösemittel. Filtertyp B, Kennfarbe grau, ist für anorganische Gase und Dämpfe, zum Beispiel Chlor, Schwefelwasserstoff und Blausäure. Filtertyp E, Farbe gelb, saure Gase und Dämpfe, zum Beispiel Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff. Filtertyp K, Kennfarbe grün, für Ammoniak und Ammoniakderivate. AX, auch wieder Kennfarbe braun, für bestimmte organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt kleiner gleich 65 Grad Celsius. SX in Violett, für speziell auf dem Filter genannte Gase und Dämpfe. Da muss man dann genau nachschauen. Dann haben wir noch CO, was bekannt sein sollte, die Abkürzung. Schwarz gekennzeichnet für Kohlenstoffmonoxid. Beim CO-Filter gibt es auch noch Besonderheiten, da kommen wir später dazu. Dann gibt es NOP3, das ist ein Kombinationsfilter, blau-weiß gekennzeichnet, für Nitrosegase und Stickstoffmonoxid. Außerdem noch HGP3, auch ein Kombinationsfilter, rot-weiß gekennzeichnet, für Quecksilberdämpfe. Und Reaktor P3, Kombinationsfilter, orange-weiß gekennzeichnet, für radioaktives Jod. Weiter geht's mit der Kennzeichnung von Partikelfiltern. Diese sind weiß gekennzeichnet. Da sehen wir hier das P3R. Also R für Reusable und P3. Das P steht für den Filtertyp, also Partikelfilter. Und die Kennfarbe weiß und Hauptanwendungsbereich sind Partikel. Wie werden Filter klassifiziert? Gasfilterklassen gibt es 3 Stück. Da haben wir einmal die Klasse 1. Das bedeutet, dass der Gasfilter ein niedriges Aufnahmevermögen hat und die höchstzulässige Schadstoffkonzentration mit Vollmaske ist das 400-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes, jedoch maximal 0,1 Volumenprozent, entspricht 1000 ppm. Gasfilterklasse 2, die wir auch bei den Kombinationsfiltern der Feuerwehr haben, ABEC 2, das entspricht einem mittleren Aufnahmevermögen. Dort ist die höchstzulässige Schadstoffkonzentration mit Füllmaske das 400-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes, jedoch maximal 0,5 Volumenprozent, also 5000 ppm. Und die Gasfilterklasse 3, hohes Aufnahmevermögen, höchstzulässige Schadstoffkonzentration mit Füllmaske das 400-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes, jedoch maximal 1 Volumenprozent, also 10.000 ppm. Partikelfilterklassen. Da haben wir wie bei den Gasfilterklassen auch 3 Stück. P1 für niedrige Abscheideleistung. Dort die höchstzulässige Schadstoffkonzentration mit Vollmaske, das 4-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes. P2 mittlere Abscheideleistung, höchstzulässige Schadstoffkonzentration mit Vollmaske, das 15-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes. Und P3, die wir bei unserem Kombinationsfilter ABEC 2 P3 haben, hohe Abscheideleistung, höchstzulässige Schadstoffkonzentration mit Vollmaske, das 400-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes. Bei CO-Kombinationsfiltern ist auch nochmal eine extra Kennzeichnung drauf. Und zwar darf dieser nur einmal für insgesamt 20, 60 oder 180 Minuten zum Schutz gegen CO verwendet werden. Und diese Filter dürfen nicht unter 0 Grad Celsius genutzt werden. Die Zeit sehen wir hier nach dem CO. In diesem Fall 20, also für 20 Minuten. Bei den HG, also den Quecksilber-Kombinationsfiltern, ist die maximale Einsatzdauer auf 50 Stunden begrenzt. Sehen wir auch hier auf dem Filter. Einsatzgrundsätze beim Filtereinsatz. Wenn wir die Filter einsetzen, muss mindestens die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung G26.3 abgeleistet und erfolgreich bestanden worden sein. Im Regelfall
haben Atemschutzgeräte Träger ja die G26.3, aber wenn man dafür nicht geeignet ist oder diese nicht besteht, ist es natürlich sinnvoll, die G26.2 zu versuchen. Wird das Filtergerät nur als Fluchtgerät eingesetzt, muss keine G26-Untersuchung gemacht werden. Das wäre auch ein bisschen zu viel, gerade in Krankenhäusern oder Altenpflegeheimen finden wir oft Filtergeräte als Fluchtgeräte und da müsste ja jeder Bewohner und jede Kraft, die dort arbeitet, eine G26-Untersuchung machen. Dann ganz wichtig, wenn wir Filter einsetzen, muss mindestens 17 Volumenprozent Sauerstoff in der Umgebungsatmosphäre vorhanden sein. Bei CO-Filtern und in speziellen Bereichen, zum Beispiel bei unterirdischen Arbeiten, muss sogar mindestens 19 Volumenprozent Sauerstoff vorhanden sein. Es dürfen nur CE-gekennzeichnete und somit zertifizierte Atemschutzgeräte verwendet werden. Und Filtergeräte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn Art, Eigenschaft und Konzentration der vorhandenen Atemgifte unbekannt sind, der Filter gegen die vorhandenen Atemgifte oder deren Konzentration nicht schützt oder wenn die Konzentration des Atemgifts größer 0,5 Volumenprozent ist. Denn wir haben ja die Gasfilterklasse 2. Außerdem müssen wir darauf achten, dass wir keinen Filter einsetzen, wenn starke Flocken- oder Staubbildung vorliegt, denn dort setzt sich der Filter natürlich sehr schnell zu. Für den Einsatz gegen nitrose Gase und Quecksilber sind nur Kombinationsfilter zulässig. Die Gasfilter dürfen nur eingesetzt werden gegen Gase und Dämpfe, die der Atemschutzgeräteträger bei Filterdurchbruch riechen oder schmecken kann. Wir müssen bei Filterdurchbruch Gase oder Dämpfe riechen oder schmecken können, aber wir müssen natürlich auch beachten, dass es die Möglichkeit gibt, dass unser Geruchssinn beeinträchtigt oder gelähmt wird. Nicht nur bei starker Flocken- oder Staubbildung, sondern auch bei Funkenflug oder offenem Feuer müssen wir aufpassen, denn dort besteht Brandgefahr des Filters. Und Bad und Koteletten im Bereich der Dichtlinie sind nicht erlaubt. Das gilt für den gesamten Atemschutz bei der Feuerwehr, nicht nur für die Isoliergeräte, sondern natürlich auch für die Filtergeräte. Wenn wir eine Erhöhung des Einatemwiderstandes feststellen, dann weist das auf die Sättigung des Partikelfilters hin. Eine Geschmacks- oder Geruchsveränderung oder Reizerscheinungen weisen auf die Sättigung des Gasfilters hin und somit auf den Filterdurchbruch. Das heißt für uns, sofort aus dem Gefahrenbereich zurückziehen und den Filter wechseln. Die maximale Einsatzdauer von ABEC 2 P3 Filtern ist nicht festgelegt. Das ist abhängig davon, von der Art und Konzentration der Atemgifte, der Luftfeuchtigkeit und Temperatur und vom Luftbedarf des Atemschutzgeräteträgers. Im Zweifel müssen immer Isoliergeräte verwendet werden. Das heißt, wenn wir die Atemgifte nicht messen können und nicht genau wissen, was dort vorhanden ist, dann nutzen wir lieber Isoliergeräte. Außerdem dürfen in Behältern und in engen Räumen, zum Beispiel Kesselwagen, Rohrleitungen, Gruben oder Kanälen, keine Filter eingesetzt werden. Und bei Gefahrguteinsätzen können spezielle Kombinationsfilter erforderlich sein. Aber in der Regel reicht der Kombinationsfilter ABEC 2 P3 dafür aus. Wann muss ein Filter ausgesondert werden? Wenn ein Atemfilter geöffnet und benutzt wurde, muss er nach der Übung oder dem Einsatz unbrauchbar gemacht und entsorgt werden im Sondermüll. Aber sie dürfen noch vom Träger bis zu 24 Stunden benutzt werden. Zur Zerstörung des Filters ist es am einfachsten, wenn wir den Filter auf den Boden legen und einmal kräftig drauftreten, so dass das Gewinde zerstört wird. Geöffnete, unbenutzte Filter können einmalig zu Ausbildungs- und Übungszwecken verwendet werden und sollten trocken gelagert werden, wieder verschlossen und müssen natürlich deutlich gekennzeichnet werden. Trocken lagern, damit sie sich halt nicht aufsättigen mit der Luftfeuchtigkeit. Bei Schüttelgeräuschen, Austritt von Partikeln, verbeultem Gehäuse, beschädigtem Gewinde, beschädigter oder entfernter Verplombung oder wenn der Filter abgelaufen ist, muss dieser natürlich auch ausgesondert werden. Die Haltbarkeit von Kombinationsfiltern ist in der Regel 6 Jahre nach Herstellerdatum. Wo werden Filter in der Regel eingesetzt? Bei der Vegetationsbrandbekämpfung, bei Aufräumarbeiten im Freien, hier die Betonung im Freien, nicht direkt kurz nach einem Zimmerbrand, denn dort gast die Brandstelle natürlich immer noch weiter aus und die genaue Brandrauchzusammensetzung lässt sich eigentlich nicht wirklich ermitteln. Deshalb sollte im Zweifel immer mit Isoliergeräten gearbeitet werden. Bei der Dekontamination nach dem ABC-Einsatz und dort auch speziell beim Einsatz am Kontaminationsnachweisplatz bzw. Strahlenschutzeinsatz.
Wie berechnet man die maximal erlaubte Schadstoffkonzentration? Dafür nimmt man den Faktor für die maximale Einsatzkonzentration und multipliziert diesen mit dem Arbeitsplatzgrenzwert des Schadstoffs. Nehmen wir Chlor als Beispiel. Beim Kombinationsfilter ABEC2P3 ist das 400-fache des Arbeitsplatzgrenzwertes die maximale Einsatzkonzentration. Beim Schadstoff Chlor ist der Arbeitsplatzgrenzwert 0,5 ppm. Also nehmen wir 400 mal 0,5 ppm gleich 200 ppm, also 0,02 Volumenprozent. Diese Berechnung kann man für andere Schadstoffe auch machen. Somit dürfen wir beim Chlor maximal 200 ppm vorhandenes Atemgift haben, damit man den Kombinationsfilter einsetzen darf. Hier unten links sehen wir auch nochmal die genaue Bezeichnung ABEC2 bzw. A2, B2 und B ist ja die Kennfarbe grau und das gilt für anorganische Gase und Dämpfe, zum Beispiel Chlor. Wie sollten Filter gelagert werden? Natürlich sollte die Luftfeuchtigkeit kleiner 90% sein, damit sie sich nicht so schnell aufsättigen. Die Lagertemperatur sollte zwischen minus 10 Grad Celsius bis plus 55 Grad Celsius liegen. Und wenn Filter bei unter 0 Grad Celsius gelagert werden, müssen diese vor dem Einsatz auf Zimmertemperatur gebracht werden, um die Filterleistung zu haben. Was müssen wir vor einem Filtereinsatz tun? Bevor wir Filtergeräte einsetzen, müssen wir Messungen durchführen, um Schadstoffe und Sauerstoffkonzentration festzustellen. Die Eignung des Filters muss mittels Kennfarbe und Kennzeichnung geprüft und mit den vorhandenen Atemgiften abgeglichen werden. Das Verfallsdatum muss ebenfalls beachtet werden. Die Plombe entfernen, den Filter auf die Vollmaske aufschrauben und wie gewohnt eine Dichtprobe machen. Wenn man Filter auf Überdruckmasken schraubt, dann wird der geforderte Ausatemwiderstand durch das fehlerbelastete Ausatemventil überschritten. Dies muss man beachten, da es zusätzliche Belastung für den Träger ist. Filter über 300 Gramm dürfen übrigens nur mit Vollmasken getragen werden. Dies trifft bei den Kombinationsfiltern der Feuerwehr zu. Außerdem ist noch wichtig zu sagen, dass das Rundgewinde RD40 auf Normaldruckmasken und auf Einheitssteckanschluss, also ESA-Überdruckmasken, passt. Wenn aber Überdruckmasken mit Gewindeanschluss M45x3 oder Steckanschlüsse, die herstellerspezifisch sind, genutzt werden, muss ein Adapter für den Filter vorhanden sein, damit dieser sich konnektieren lässt. Wenn ihr öfter Ausbildung mit Filtern macht, dann lohnt sich eventuell ein wiederverwendbarer Filter. Diese gibt es zum Beispiel von Bartels und Rieger, die das Gewicht und den Atemwiderstand von ABEC2P3-Filtern simulieren. In der Videobeschreibung habe ich einige nützliche Filter aufgelistet. Falls ihr sonst mal Filter für Übungen benötigt, nutzt eure abgelaufenen oder schaut auf bekannten Verkaufsseiten im Internet nach. Daher habe ich auch meine Filter. Wenn Fragen oder Ergänzungen sind, stellt diese gerne in die Kommentare. Über ein kostenloses Abo des Kanals würde ich mich sehr freuen und wenn es euch gefallen hat, auch über einen Daumen nach oben. Haut rein und bis zum nächsten Video. Die Maske ist so dreckig.